Yo Freunde, was geht ab? Heute werden wir schön driften gehen mit dem Infraction. Schaut euch das mal an, ich bin ja im letzten Video die ganze Zeit nur in eine Richtung gedriftet. Der Reifen ist hier jetzt voll abgenutzt. Die anderen drei sehen aber gut aus. Ich glaube, ich muss mir da mal spezielle Driftreifen kaufen. Außerdem werden wir heute auch noch den Carson umbauen. Und zwar bauen wir den von 4S auf 6S um. Dafür nehmen wir einfach von dem China Shark 6S Motor und Regler, bauen das aus und bauen das hier ein. Die Systeme, die sind auch vom gleichen Hersteller, also das sollte passen. Letztes Mal ist der Carson ja nicht mal 80 km/h gefahren, so 74 glaube ich. Mal gucken, wie schnell er dann fahren wird und mal gucken, ob man dann mit ihm ein bisschen besser driften kann. Falls was, können wir nochmal Räder tauschen. Der hat die gleiche Größe wie der Infraction, aber erstmal müssen wir umbauen. Let's go! Fertig. Also, der Sharks, der ist jetzt ein Roller. Hier haben wir gerade alles neu programmiert, kalibriert, also die Funke und den Regler. Schaut euch das mal an, wie das jetzt aussieht hier. Sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Der Motor, der ist hier nur ein bisschen größer, ein bisschen länger. Sieht aus, als wenn er schon so angekommen wäre. Vorher haben die Räder so fast gar nicht gebläht und schaut euch das jetzt mal an. Oh ja, es wird definitiv Zeit für einen Speedtest. Den Max, den werden wir ja auch noch umbauen. Falls ihr das eine Video nicht gesehen habt, ja, der Boden, der hat da unten auch ein Loch. Neuer Boden ist bestellt. Ansonsten werden wir das Fahrwerk ein bisschen umbauen. Das wird ein bisschen breiter und. Kurze Frage an dieser Stelle. Habt ihr Bock, dass wir das Ganze so livestreamen, wie wir das umbauen? Also ein schöner Livestream, so wie eigentlich jedes Jahr im Dezember. Falls ihr Bock habt, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr keine Lust auf Livestream habt, lasst auch gerne einen Daumen runter da. Dann weiß ich Bescheid, brauche ich mir jetzt gar nicht die Mühe machen. Und jetzt gehen wir raus, machen erstmal einen Speedtest. Alles klar, der Speedtest kann beginnen. Letztes Mal hatten wir ja 74 km/h. Mal gucken, was er jetzt auf 6S fahren wird. Oh, oh, ich dachte schon die Bordsteine. Und was sagt das Gerät? Loading. Der macht Dings. Oh. 110 km/h, ey. Wow. Alter, 110 km/h. Das bedeutet, ey, das sind fast 40 km/h mehr. Das ist echt krank. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Wir machen jetzt nochmal einen Test. Vielleicht können wir das Ganze nochmal toppen. Ist halt nass. Hier ist eine Kurve, also nicht ganz optimale Bedingungen. Aber geht schon. Geht schon, ja. Also das müsste jetzt Topspeed gewesen sein und wow, 115, oh mein Gott. Ey, das ist krank, das ist wirklich verdammt krank und der ist einfach so leise, wenn er fährt, der gleitet einfach über die Straße, einfach nur krass. Komm, wir probieren mal damit ein Wheelie zu machen. Alter, ich habe kein Zeh mehr. Nö. Wir machen jetzt eine kleine Challenge, also zerbärst du es gegen mich. Ich habe hier ein paar Wasserflaschen aufgefüllt mit Wasser. Die stellen wir jetzt hier auf, bauen uns so einen kleinen Parcours, dann stoppen wir die Zeit, wer den Parcours am schnellsten bewältigen kann. Hier starten wir an diesen zwei Flaschen, dann geht es weiter zu den zwei Flaschen, von den zwei Flaschen links zu denen, dann rechts durch die, links durch die und da hinten steht nochmal eine, da muss man dann drum fahren und den ganzen Weg wieder zurück. Also links, rechts und hier durch und wenn man diese zwei Flaschen durchquert hat, wird die Zeit gestoppt. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie wir die Zeit stoppen, weil einer filmt ja, einer fährt ja. Eigentlich bräuchten wir echt noch einen dritten Mann. Also falls ihr ein Praktikum bei mir machen wollt, Angebot steht noch. Wir machen das jetzt so, ich drücke da halt drauf, dann filme ich und ja, wenn das Auto kommt, werde ich dann schon wieder drauf drücken. Das wird schon klappen. 3, 2, 1, los!
Oh, fail. Schaut euch an, 23,76. 1, 2 Flaschen umgehauen. Wie viele Strafsekunden pro Flasche? Mach erstmal nach, ja. Mach erstmal nach, hat er gesagt. Okay, bin ich mal gespannt, wie schwierig das ist. 3, 2, 1, los. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Irgendwas ist da abgeflogen. Oh Mann. Schaut euch das an. Das Rad steht quer. Ansonsten hier vorne, der Akku, der schaut raus. Und der Heckspoiler, der ist auch abgebrochen. So traurig. Aber das ist halt kaputt gegangen, weil es schon kaputt war. Und wir haben das nur so provisorisch repariert gehabt. Und durch den Aufprall ist es halt wieder auseinandergeflogen. Oh, das hat aber nur kurz Spaß gemacht. Alter, schaut euch das mal an. Oh mein Gott, boah, stinkt, ne? Ist noch am Qualm. Das war ein Burnout, ey. Uiuiuiui. Nein, meine Kamera! Nein, meine Kamera! Nein! GoPro! Lebst du noch? Oh ja, Film sogar noch, sieht ganz gut aus. Oh Mann, ich habe gerade so meine GoPro ins Auto eingeladen, habe nicht gefilmt und plötzlich kommt jetzt der Versus mit voller Wucht angeschossen an und er hat es nicht mehr geschafft abzubremsen, voll gegen den Reifen und... Ja, eigentlich wurde das gut gefedert, oder nicht? Oh, jetzt sehe ich's. Ja, normal ist das gerade. Ja, ist halt verbogen da. Aber der gute Ballonreifen, der hat das gut abgefedert. Akkus sind ja auch rausgeflogen. Ja, zum Glück waren keine 22 Zoll Felgen drauf, ne? Das wäre ein bisschen härter geworden ansonsten. Wir machen jetzt den Johnny Hunt Geländetauglichkeitstest. In diesem Test kann man feststellen, ob euer Fahrzeug sich optimal fürs Gelände eignet, von der Höhe her. Wir nehmen den Infraction und fahren einmal unten durch. Oh, da war es schon ein bisschen knapper in der Mitte, aber er kommt problemlos durch. Das bedeutet, ich kann damit gut ins Gelände fahren, würde ich sagen. Infraction-Test bestanden. Stecken geblieben oder was, Mann? Nochmal von einer anderen Perspektive hier. Er kommt
Jawohl. Sauber, sauber. Und von vorne nochmal. Nice. Tiefgarage. Carsten haben wir heute umgebaut auf 6S. Der rennt ganz schön. Leider ist er wieder kaputt gegangen. Ersatzteile werden bestellt. Ansonsten, Driften macht Spaß. GoPro-Aufnahme war auch ziemlich cool. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Wir sehen uns. Peace.